Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Gold Rush The Game. Ja, und was ihr hier seht, das ist eine 10-minütige Arbeit, die ich jetzt gerade gemacht habe und hier drüben abgetragen habe. Wir stehen bei 99%. Und das schaffen wir jetzt auch noch so, würde ich sagen. Jetzt verlieren wir dann gleich Gold, weil es wieder anzeigt. Jetzt ist es auf 100. So. Dann heißt es jetzt natürlich hier mal erstmal hier die Pumpe abstellen. 80% hat er nur noch. So. Denn wir wollen ja jetzt die Matten rausnehmen. Wir haben jetzt eine gute Anzahl an Eimern, aber die brauchen wir eh irgendwann. So. Jetzt wollen wir mal... Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Matten sehen jetzt nicht... Ja. Sehen jetzt nicht so aus, als hätten sie jetzt mehr Gold drauf, ehrlich gesagt. Aber ich lasse mich überraschen. Denn das muss ja jetzt einen riesen Ertrag geben. Das letzte Mal hatten wir ja 20%, die ich gemacht habe. Und das sind jetzt 100% mal 4. Letztes Mal war es mal 2. Also, wir sollten schon was erwarten. Also, der Eimer sieht schon mal gut aus. Hier sind wir alle bei 0. Wir nehmen den mit und gehen mal hier rein. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier für einen Ertrag erwarten können. Mal schauen. So, kann ich es noch? Ist noch nicht lange her eigentlich. Da hat es auf jeden Fall schon 2 drin. Und wir haben letztes Mal gelernt... Oh, da ist ja ganz viel drin. Dass man ein bisschen warten muss. So, wir beginnen ja wieder bei 0. So... Die Musik nervt jetzt gerade irgendwie ein bisschen. Das war jetzt nicht der beste Song, den ich jetzt hier je gehört habe. Aber naja, komm. Ich will mich hier nicht beschweren. Muss man das hier noch drauf treffen oder zählt das? Ich muss erst mal schauen. Hat gezählt. Ja, es zählt. Es despawnt auch, okay. Gut zu wissen. Ja, haben wir jetzt schon mehr verdient, als wir letztes Mal überhaupt hatten. So, und ich schaue nochmals, ob es noch was gibt. Man weiß ja nichts. Man weiß ja nie. Nein, scheint nicht so zu sein. Gut. Aber wir haben ja noch mehr da drin. Wenn wir jetzt den Eimer 5-mal... Ah, das ist natürlich doof. Ah, jetzt backt er gerade im Boden. So. Ja, dann könnte das schon eine Unze geben. Wäre ich schon stark dafür, muss ich ja ehrlich sagen. Das sieht ganz goldig aus, du. Alter... Vor allem, wie auch der Becher immer wieder leer ist. Da hat so richtig Gold drin. Das Geräusch dieser Pumpe, oder was das sein soll, das nervt ein bisschen. Fällt mir so dezent auf. Okay, wir heben es nochmals rein. So und so. Den erkennt er natürlich wieder nicht.
versuch's einfach nochmals. Ne, ist nichts mehr. Gut. Da fällt schon ein Körnchen neben. neben das Ganze, aber ich glaube, das sind eher Bugs, die sie gar nicht richtig korrigieren, die auch egal sind. Aber, weil am Ende zählt der Zähler, so gesehen. Das ist auch sehr goldig hier. Schon 0,8. Du Glückspilz, ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist das größte Goldnugget, das ich in meinen 40 Jahren als Goldgräber gesehen habe. Ich hoffe, dass das nicht nur Anfängerglück ist und du es klug einsetzt, um endlich nicht mehr schaufeln zu müssen und ab jetzt mit richtigen Maschinen zu arbeiten. Informier dich, aus welchen Bestandteilen eine mobile Waschanlage besteht und vergiss den Bagger nicht. Der kleinere sollte für den Anfang reichen. Alter, was? Was? Ist es absichtlich? Es kommt mir fast gescriptet vor. Wie wenn ich jetzt hier ein Stück gefunden hätte, das so groß wäre. Da muss ich mir wohl mal irgendwie ein Let's Play von jemand anderem anschauen oder so. Ob das da auch vorkam. Oder ihr habt vielleicht so eins gesehen. Gut, andererseits muss man wahrscheinlich nach dem genau gleichen Motto vorgehen. So. Vielleicht kommt da noch eins raus. Gut, ich habe aber auch recht viel geschaufelt. Also ganz ehrlich. So ein bisschen Arbeit muss da auch belohnt werden. Aber ich finde es jetzt schon ein bisschen übertrieben. Man hätte ja sagen können, ja, man kriegt die Hälfte des Backers. Und nächstes Mal kriegt man nochmals die Hälfte des Backers, wenn man es nochmals ganz gefüllt hat. Aber es scheint mir so, wenn hier... Ja, was gibt es jetzt für pro Unze? Die Frage ist halt immer noch, wo kriege ich den besseren Preis? So, wenn man das sieht, dann sieht er das jetzt nur Kleinkrümel. Aber man hätte da das Stück riesengroß schon sehen sollen. Da, komm schon. Oh, jetzt sind ganz viele. Ja, da habe ich nochmals gewaschen. Obwohl das jetzt, es macht jetzt keinen großen Unterschied mehr, wenn ihr da oben schaut. So, jetzt weiß ich nicht mal, wie viel mehr Barre ist. Sind das 10 Unzen? Oder so um das herum, 8, um 8 Unzen herum? Ist jetzt peinlich, aber... Gut, ich rechne ja sonst eh nicht mit Unzen, also von dem her. Es ist immer noch goldig. Ja, aber da ist nichts mehr. So. Und da kommt auch nichts mehr raus, oder? Nein, da ist empty. Gut. Ja dann. Wir gehören wohl zu den Glückspilzen und deshalb fahren wir jetzt... Ich will nicht, dass der verschwindet. Wir haben auch viel geschaufelt, das muss man ganz ehrlich sehen. Es hätte jetzt vielleicht nicht jeder die Geduld, hier so lange zu schaufeln wie ich. Aber ich mache es ja nur fürs Video. So, ich habe immer noch diesen Husten. Und ja, es war natürlich ein Witz, jetzt muss ich so lachen. Da kam mir gerade der Husten. Ich hab's nur, wenn ich lachen muss oder so. Also, nicht, dass ich jetzt nie lache die ganze Zeit, aber so richtig. Dass dir gerade einen gibt, weil du sowas gesagt hast. So.
Gut. Ja, dann stelle ich mal hier die. Ja, die Scheinwerfer sind schon, ja. Sind ein bisschen übertrieben, ich weiß ja nicht. So, ich schalte die natürlich aus, wenn du mich drauf warnst. Schalte ich sie wieder ein. Wenn es wieder leckt. Ja, jetzt haben wir ja richtig. Hört man die jetzt sogar? So, dass hier das Terrain begrenzt ist. Naja, gefällt mir jetzt nicht so. Im Übrigen kann man Fahrzeuge, so wie ich weiß, aus der Beta auch zurücksetzen. Nur, das bringt dir nichts, um jetzt schnell in die Stadt zu kommen, denn der Rücksetzpunkt ist natürlich, ja, da wo wir jetzt gerade den riesen Fund gemacht haben, natürlich. Also auf unserem Claim. Boah, das hat aber übel rumgeleckt. So, wir müssen hier vorne rechts. Gibt es auch einen Blinker? Nee, auf den Tasten nicht. Es könnte sein, dass es einen gibt, aber ich stelle sie ja schon aus. Ich finde sie ja eigentlich ein gutes Feature, also. Na dann wollen wir mal. ...40,7 kann man in einen einzelnen Bahn machen. Kostet 400. Er braucht 6 Stunden dafür. Also die ganze Nacht, das ist ja schon mal gut. Wir haben 3 Unzen Verlust. Wenn wir es verkaufen... ...gibt es 39.000. Das ist aber echt... ...viel. 39.000. Gut, ich mach's mal so. Ich zahle dem gerne was. Hat es jetzt nicht gestanden, dass es 6 Stunden geht. So, die packen wir hier hinten rein. Denn ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir jetzt 6 Stunden später sind. Aber es war ja vorhin nicht Mittag 14 Uhr oder 15 Uhr. Das kann ja gar nicht sein. Naja, komm. Wäre ein cooles Feature eigentlich, wenn man jetzt da wirklich warten müsste. Oder es auch... Sorry. So. Oder es auch da abgeben müsste und danach wieder kommen kann. Vorrat. Da kann man sehen, der Preis ging nach oben. Soll ich mal verkaufen? Da kann man leider den Preis nicht anschauen. 49.000, also wir haben hier den besseren Preis, auf jeden Fall. Kredite. Ist es uns nicht möglich, den zurückzuzahlen. Wir können jetzt aber einen viel größeren aufnehmen, auch noch dazu. Ist ja auch schon mal toll. Also wenn ich jetzt das sehe... Finde ich den Einstieg ins Spiel gut gemacht, muss ich sagen. Es ist natürlich aus der Überraschung heraus. Also es gibt sicher welche, die nicht so lange das Spiel spielen. Weil das Schaufeln halt echt lange dauert. Aber es muss gemacht sein, ganz einfach. So, wir kaufen einen Generator. Und wir kaufen die mobile Waschanlage. Ich kaufe erstmal nur das. Gut. Aus dem Grund, damit ich das schon mal einladen kann hier. Gut. Zum Generator. Wir haben Treibstoff. Soll es nur hier nochmals nachlesen. Waschplant haben wir, Generator, also Wasser, Strom. Eimer haben wir auch.
das brauchen wir noch. Das ist die Magnetit-Separator und Cable Hoses brauchen wir auch anscheinend. So, ist das hier der... Das wird wohl der sein. So, und jetzt weiß ich halt nicht, welche Kabel, sollen wir uns das schnell anschauen. Wir hätten noch die Zeit. Also, wir brauchen ein fettes für die Waschanlage. Und ein kleines für diesen Magnetit da. Und da muss man eben schauen, braucht man sonst noch was? Anscheinend nicht. Treibstoff zeigt es aber da an. Dafür brauchen wir dann die... Ja, die Eimer und Wasser. Da schaue ich mir noch schnell an, zwei Pumpen verbinden. Der hängt den jetzt da an. Für was verbindet der jetzt diese zwei Pumpen? Das ist so die Frage. Wieso kann man das nicht an einem anhängen? Gut. Also, ich hätte gerne ein dickes Verlängerungsstecker. Ein dünnes. Verlängerung dünn, Verlängerung dick. Dann kaufe ich noch einen Wasserschlauch dick. Und einen Wasserschlauch dünn. So, jetzt können wir richtig shoppen, oder jetzt ohne Ende. Und wenn noch irgendwas fehlen würde, ein Eimer kommen, dann können wir das immer noch nachträglich kaufen. So. Wir haben jetzt noch 34.000. Das ist natürlich genau noch das übrig, was wir noch brauchen. Also es ist schon irgendwie ein bisschen vorbereitet so, dass es so kommen muss. Ich finde es aber auch gut, denn es passt. Es passt schon, dass man klein beginnt mit einer Schaufel. Aber wenn man anders überlegt, dann passt es auch nicht ganz so gut. Weil sie ja eben... Also man muss ja so sagen, in der Doku ist es ja auch nicht so. So, jetzt hier den Trick. Genau, fällt das Ganze rein. Jetzt komme ich nicht mehr weg. Noch ein Kabel. Unbedingt dran denken, das ist nicht das letzte. Sonst stehen wir wieder da wie die letzten. Oder ich besser gesagt. So. Ja, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen mehr gekauft. Brauchen kann man es ja immer. Gut. Zumachen. Wir fahren mal gratis los. Nee, komm. Oh. Ja, zweimal gedrückt. Und jetzt müssen wir da noch die Waschanlage anhängen. Leider hat man gegen hinten keine Lichter. Ah, da zeigt es schon an. So. So kann man es auch lösen. Ja, klappt doch bestens. So, und jetzt haben wir die hinten dran. Ich würde sagen, ich fahre bis zur nächsten Folge nach Hause. Und danach machen wir uns auf, den Bagger zu kaufen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.